Blal. Völlig leer gekotzt. Ach, was ist das herrlich, sage ich euch. Na ja, dein Eierhälser, sind wir mal wieder bei einer weiteren Runde. Lucius, Juges, Blutsches. Wie lange konnte ich das schon nicht mehr sagen, ey? Oh, ist das herrlich. Wir haben den Schlüpfer der Macht. Irgendwie ist er weg, was mich echt ein bisschen aufregt. Aber ich nehme einfach erstmal die Socke mit. So, Nager können dich nicht leiden. Ich muss nochmal den Müll rausbringen immer noch und Schmutzwäsche nach Farbe in die richtigen Körbe sortieren. Stimmt, ich habe noch Schmutzwäsche aufgesammelt, eigentlich, die aber irgendwie weg ist. Ich habe also eine weiße Socke und, ach guck mal, ich habe einen Müllbeutel. Na klar, den kann ich ja rausbringen. So einfach ist das. Bringen wir den Müllbeutel raus und sammeln im Haus noch ein bisschen Schmutzwäsche. Nebenbei ein. Wir haben ja verschiedenste Sachen hier. Da war ich dann in der Nähe vom Dingens unten im Lager und wie gesagt, ich habe ein paar Sachen angeklickt, weil ich dachte, da werden vielleicht irgendwelche Glühbirnen drin sein. Aber da waren nichts. Genau, hier muss ich die Schmutzwäsche sortieren. Dunkle Wäsche und weiße Wäsche. Dann kann ich nämlich das Sockending nehmen und kann es in die weiße Wäsche schmeißen. Ha! Deswegen ist der Schlüpfer der Macht weg. Stimmt, ich habe den schon in die Schmutzwäsche geschmissen. Verdammte Axt. Ich bin manchmal auch ein bisschen dämlich. So, den Müll bringe ich jetzt raus. Die Frage ist nur, wohin? Den Müll soll ich hier rausbringen. Hinten zu den Mülltonnen bestimmt. Ja, das wäre eine gar nicht mal so unkluge Idee. Guck mal, schau. Hier haben wir doch die Mülltonnen. Bloms, Journalaktualisierung, ich habe den Müll rausgebracht. Hehe, muss ich nur noch Schmutzwäsche nach richtige Farbe sortieren, nicht? Was habe ich denn noch so schön als Schmutzwäsche? Erstmal gar nichts. Aber da wird sich doch was finden lassen. Nager können mir nichts. Ach, das ist bestimmt hier irgendwie. Geh weg, Lucius. Ich habe dir letztens noch dein Benzin gebracht, du Arsch. Sei mal nicht so fies zu mir, du pennergesichtiges Pennergesicht. Hä? Ich bin dein Herr und Meister, ich verbrenne dich zu Asche. So, was ist heute der Auftrag des Tages? Sehr guter Junge, schütze dich nach, ob Alistair Hilfe braucht. Alistair? Alistair. Okay. Alistair war der... Der hier? Nee. Doch. Rattengift. Ich kann das jetzt nicht nehmen, da sie sonst wissen werden, dass ich es war. Ich muss wieder herkommen, wenn alle schlafen. Warte kurz, los, ich bin gerade beschäftigt. Fass das nicht an, das ist Gift und äußerst tödlich. Wenn alle schlafen. Das heißt, ich muss irgendwie nachts rausgehen. Ah, das könnte wieder so ein... Ah, ich weiß noch genau. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Okay, zurück zum Bett. Das heißt, wir schlafen und dann schleichen wir uns nachts raus und dürfen aber nicht entdeckt werden. Das war so eine richtig schwierige Angelegenheit. Da brauche ich jetzt schon mal im Voraus die Taschenlampe. Die kann ich an- und ausmachen. Ja, perfekt. Dann müssen wir uns nämlich nachts das scheiß Rattengift holen. Ach du Kacke, ey. Da hab ich ja Bock drauf. Ja, ja, ja. Hier oben lag noch ein blauer Schlüpper rum. Das weiß ich noch. Habe ich letztens noch gesehen. I want... Ah, guck mal. Grüne Socken. Und ein blauer Schlüpper war hier auch noch. Verrieselt. Wo war der... Eine weiße Socke. Wo war der Schlüpper? Der blaue Schlüpper, der macht. Ne, hier unten war er nicht. Er hat nämlich noch einen blauen Schlüpfer, der macht. Das habe ich noch ganz genau gesehen. Hier geht's glaube ich raus. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Aber wo ging es denn hier oben lang? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach so. Ja. Wow. Das war ja spannend. Okay, jetzt schlafen wir. Dann stehen wir mal auf. Ne, ich will nicht überspringen. Ich will die Sequenz natürlich mit euch zusammen erleben. Wunderbar. Es ist nachts. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, dass mich niemand wach sieht. Sonst bringen sie mich zurück ins Bett. Alles klar. Das ist natürlich jetzt umso schwieriger, weil wir jetzt weniger sehen als im Originalspiel. Okay, man sieht schon was. Nein! Weg, 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 weg. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Ist ja alles verriegelt hier. Oh Gott. Das war ganz knapp, ey. Ich laufe immer hinterher. Okay, ich laufe schnell weiter. Denn da oben muss ich nicht lang. Ich gehe raus. Ich hoffe, ich kann auch raus. Ich spiele. Oh Gott. Da läuft schon einer jemand. Ja, Jürgen? Du patrouillierst da direkt vor dem Eingang, wo ich hin muss. Das ist dir bewusst, ne? Kann ich ihn vielleicht irgendwie ablenken? Weil das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Vielleicht muss ich hier irgendwie rein. Kann hier irgendwas sabotieren? Nee, okay, kann ich nicht. Ich erinnere mich auch ganz genau an diese Kackmission, ey. Oh Gott. Oh. Aber ich muss da hin. Jürgen, lass mich da mal vorbei.
Mal kurz meine Taschenlampe aus, so sehe ich mehr und besser. Dann gehe ich hier unten. Es ist verriegelt, natürlich ist es verriegelt. Okay, wie könnte ich jetzt da vorbeikommen ohne. Hä? Ist aber nicht cool. Ich würde ihn gerne irgendwie ablenken können. Okay, dann sprinten wir los. Immer im Kreis. Ach, scheiße, mit Gaffen. Hey Junge, sollst du mit sein? Suchen wir deine Mutter. Fuck. Mission verkackt. Letzte Sicherung. Okay, hier waren wir draußen. Du kannst die Taschenlampe auch verwenden, indem du auf D-Pad abdrückst. Aha. Und warum sollte ich das tun? Wie kommen wir denn jetzt dahin? Der chillt da draußen. Gab's nicht noch irgendeine Möglichkeit, anders dahin zu kommen? Warte mal, die Karte sagt mir, es gäbe noch von unten. Von unten. Aber unten war abgeschlossen. Das heißt, wir könnten vielleicht vom Haus nach unten. Versuchen wir das mal. Okay, vielleicht hier unten lang. Ist auch verriegelt. Ich hatte doch irgendeinen Schlüssel aufgenommen letztens. Das war der hier. Lagerkäfig-Schlüssel. Gut, der bringt mir jetzt überhaupt nichts. Wieso kommen wir an MacGuffin nicht vorbei? Können wir den irgendwie austricksen? Huh. Da muss ich eben kurz nachgucken, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Ewigkeiten an MacGuffin zu verzweifeln. Ah, natürlich. Ich muss einfach mal wieder die rechten Trigger-Taste drücken. Hier, den Dings. Ich kann nämlich hier Sachen kaputt machen. Das ist doch ganz einfach. Was zum? Ist da jemand? Alles klar, wir können durch. Endlich. Und holen uns jetzt dieses scheiß Rattengift. Wo war das denn hier? Eins hoch. Journal-Aktualisierung. Mit diesem Rattengift werde ich Ihnen beibringen, was passiert, wenn man einen Todsünde begeht. Vater wird erfreut sein. Dankeschön. Oh, es ist wieder tags, oder? Ja, perfekt. Dann nehme ich erstmal die Taschenlampe, mach sie aus. Obwohl, warte mal. Jetzt weiß ich warum. Ah, alles klar. Ich kann nämlich das Rattengift nehmen. Vielleicht nehme ich erstmal irgendwas anderes in die Hand, die Kassette zum Beispiel. Und dann mit der Taste oben, auch ohne es ausgerüstet zu haben. Alles klärchen. Dann bringen wir erstmal die Schmutzwäsche weg. Und sammeln noch weitere Schmutzwäsche ein, nebenbei natürlich. Sofern mir dies möglich ist. Ich habe letztens irgendwo einen blauen Schlüpper gesehen. Ich weiß nur nicht, in welchem Zimmer das war. Ich glaube hier. Nee, das ist verriegelt. War es denn vielleicht hier? Hier ist auch nichts. Irgendwo habe ich einen blauen Schlüpper gesehen, ey. Jetzt lüg mich doch nicht an, Spiel. Mach doch sowas nicht mit mir. Ich will meinen blauen Schlüpper haben. So, den finde ich noch, Leute. Den finde ich noch. Damit das klar ist. Okay, hier war ich schon. Nee. Hier war er nicht. Hier war nur. Egal jetzt. Die Tür ist verriegelt, dann gehen wir halt einfach runter. Ist mir jetzt auch wurscht. Und gucken uns nochmal in Ruhe in verschiedensten Zimmern um. Weißer Schlüpfer. Da scheint zwar ein weißer Schlüpfer, aber es ist ein roter Schlüpfer. Ist auch ein Schlüpfer, der macht. Wunderbar. Hier ist der blaue. Blaue Socke. Noch eine blaue Socke. Oh, wir haben so viel. Geilen Scheiß. Und hier war der blaue Schlüpfer. Jawohl, jetzt habe ich endlich das Zimmer gefunden. Ich glaube, mehr an Krempel kann ich jetzt erstmal nicht finden. Zumindest was klamottentechnisch hier unterwegs ist. Aber können jetzt nochmal gleich genauer sehen, wenn wir alles abgegeben haben in dem Kabuff. Genau hier. Blau in dunkle Wäsche. Dunkle Wäsche, dunkle Wäsche, dunkle Wäsche. Ah, ich habe... Ja, mein Dreidel! Mein Dreidel, Dreidel, Dreidel. Das ist wunderbar. Habe ich noch irgendwas anderes? Ich habe noch mehr Krempel. Hallo? Spiel, beweg dich! Schwupp! Und, ach, ich drücke mal weg, falsche Taste. Kann ich auch links rum? Ja, danke schön, geht schneller. Weiße Socke. Kann ich noch, mein Journal... Schmutzwäsche noch? Ja, da kann ich aber noch weitermachen. Leider keine weiteren Geschenke. Ach so, ich bin schon fertig. Alles klar. Dann nehme ich das Rattengift und, keine Ahnung, pack's jemand in den Cocktail. Ich habe schon völlig vergessen, das Spiel, ey. Es ist so lang her. Alles funktioniert, aber ich habe mal in einem in eine kleinere Anleitung geguckt und es sind andere Personen, die da rumstehen. Zum Beispiel war er gerade eben MacGuffin draußen und ich glaube im Originalspiel war es irgendein Barkeeper, der dann draußen rumstand. Dementsprechend ist das alles ein bisschen anders. Hast du eine Aufgabe für mich? Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Ja, Rovita. Ich fass dir an den Hintern, komm. Oh, lass dich anfassen. Ich schieb dir Rattengift rein. Da machst du einen Kopfstand, das sprudelt schön. Was ist zu tun? Brotkorb. Ach! Ja, lol.
Hat sich von genascht? Oder bringt sie den Brotkorb irgendwo hin? Zu jemanden? Ach, sie bringt den Brotkorb zum... wem auch immer. Iss, Madame, iss. Iss dich satt. Nur das feinste Rattengift extra für dich. Blal. Völlig leer gekotzt. Ach, was ist das herrlich, sage ich euch. Gedankenkontrolleübung. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ich bin gleich wieder da. Ein bisschen können wir noch. Ein bisschen. Wer ist er denn? Opfer. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folgen meine Anweisungen. Ziel ist jetzt auf das Opfer und drücke auf Left Button. Wieder dies mit dem Zielobjekt, mit dem du das Opfer interagieren lassen willst. Opfer. Dorthin bewegen. Oh, sehr gut. Setze deine Reise jetzt fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Oh, MacGuffin schon wieder da? Das ist ein klarer Fall von Vergiftung und ich muss noch einmal alle im Haus befragen, wer bereitet hier das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert so etwas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich hier alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin, das ist unser Zuhause, wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Dann habt ihr jetzt ein Problem, denn ich bin auch hier. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen. Aber ich wollte mehr erfahren, ehe ich die Chance bekam. Mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen, keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, richtiger Ort und die richtige Zeit. MacGuffin. Drücke A, um fortzufahren. Machen wir! Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unsere Freundin gedenken und unserer treuen Angestellten. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad. Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Ja, wunderbar. Feiertagsausrutscher. Das war jetzt das mit Alistair, ne? Jetzt haben wir die coolen Möglichkeiten. Eine leere Wasserflasche. Warum auch immer die da liegt. Ich habe viele Formen. In der Tat, wenn ich fest bin, bin ich glatt. Das war der Eiszapfen. Daran erinnere ich mich noch, wie heute. Ey. Dreidel, steig aufs Dreirad vom Dreirad ab, indem du auf B drückst. Okay, B. Ui, ui, oh Gott. Was ist denn jetzt los? Hilfe! Oh Gott. Das überfordert mir gerade mein Gehirn. Verrieselt. Wir gehen nach unten. Hallo, ich komme, Alistair. Ich werde dich zur Freude bringen. Journalaktualisierung. Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer. Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erlädchen. Das war eigentlich relativ easy, das weiß ich noch. Da mussten wir einfach hochgehen. Ich habe nämlich die Wasserflasche. Die kann ich dann irgendwie an die Regenrinne pappen. Ist die voll, die Wasserflasche? Eine leere Wasserflasche. Ah, ich muss erstmal ans Waschbecken gehen, die Wasserflasche füllen, glaube ich. Alistairs Fußabdrücke. Lichtschalter. Teddybär. Alistairs Fußabdrücke. Wo ist der liebe Alistair denn? Genau, der war hier drin. Die Sau. Brams, Brams, Brams. Brams, Brams. Ich bin vorsichtig draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein.
Gute Idee, sollte vorsichtig sein, im Winter kann es draußen glatt werden. Womit kann man Wasser transportieren, um dabei Verdacht zu erregen? Mit einer Bottle of Water natürlich. Ich brauche nur ein Waschbecken. Was schnipp, schnapp, schnubbel, die schnuck, schnuck, schnuck. Schnibbel, 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 schnibbel. Lässt jetzt Fußabdrücke, so. Ja, ihr seid alle hier am festlichen Festtag versammelt. Ich roll ein bisschen rum. Brotkorb und hau mir ein bisschen Wasser rein. Ein Objekt voller Wasserflasche. Sehr gut. Ich trinke nur ein bisschen Wasser, meine Lieben. Oh, hallo Lucius, wenn du was Zeit hast, kannst du noch den Kassetten meiner Band suchen. Ich kann Vater warten. Ah, guck mal, schau, da haben wir doch schon direkt vorgesorgt, indem ich die Kassette hier schon habe. Ah, alle, was wir erlebt haben. Es ist nicht schön, entspannt, toll Musik zu hören. Schnuppel, schnupp, schnupp, schnupp. Ja, wunderbar. Habe ich doch alles, alles wunderbar erledigt. Findet die Musikkassette. Das ist kein Problem gewesen für mich. Ich wollte die Wasserflasche. Wasserflasche da. Dankeschön. Nochmal aufs Dreirad steigen. Ich kann nicht glauben, dass Agnes nicht mehr da ist. Wir müssen als Familie stark bleiben. Wir haben letzte Zeit viel durchgemacht, aber ich bin sicher, wir stehen es zusammen durch. Ja, schreib mal nicht so rum, Alter. Wir können euch dafür, dass er tot ist. Eine Pfütze geschaffen. Brams, brams. Jetzt kann ich ihn nämlich manipulieren. Ach, wahrscheinlich nicht vom Dings aus. Alistair? Hallo, junger Herr. Wie kann ich dich denn jetzt manipulieren? Ach, wahrscheinlich ist hier... Nee, warte mal. Hä, was denn? Muss ich noch irgendwas anderes tun? Ich habe meine Fähigkeiten gerade nicht, wa? Ach, der Lichtschalter. Da ist er ja. Stimmt, einfach den Lichtschalter ausschalten. Das ist einfacher. Jetzt müsste er ja... Oh, er kommt. Dum, 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 dalalala. Und wui! Das war am einfachsten eigentlich. Weil dann kann ich mich noch genau erinnern an diese Stelle im Spiel. Die fand ich irgendwie doof, weil ich mochte Alistair eigentlich. Der war total lieb und so ein alter Oppi. Hat niemandem was Böses getan und dann kam so ein Scheiß. Flatsch! Völlig brutal, das Hirn zermartert. Flatschowitz, ey! Boah! Gut! Das war wunderschön. Und damit auch der Ende dieses Parts, liebe Leute. Ah. Mal wieder nur ein Unfall? Natürlich mal wieder nur ein Unfall. Oh, diesmal eine richtige Sequenz. Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen im Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tote in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren... Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Ach, hat er aufgelegt einfach, der Penner. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien, aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss es aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechträne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen und meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, Sie erfahren es nie, wenn Sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Oh. Welch fieser Schelm. Detective McGuffin. Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu, lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind sehr nette Leute und sie brauchen Zeit wegen ihrer Verluste, klar? Wenn ich noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie, verstanden? Oh. Nett. Aber zu Recht. Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder einen Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zwei der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich.
was sie nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte, ich weiß nicht was, in seinem dreckigen, kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Warum auch? Es ist ein Kind. Was soll man über Kinder wissen? Ich weiß doch gar nichts über das Kind. Ja moin. Der ist 9 und schlachtet Menschen ab. Was willst du denn noch wissen, ey? Alles klar, Leute. Wir sehen uns aber beim nächsten Part. Es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Bis dann. Auf dann auf meiner Wiedersehen, Schisukowski. Blablabla.